Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro! Zuletzt hatten wir das Hochlanddorf und heute geht's weiter in der Welt der Monstermacher. Hier nach vorne. Oh ja, so, wie machen wir das jetzt nur? Ist immer die Frage. Jetzt haben wir schon wieder so eine geile Sprungpassage, die ich gar nicht machen will. Naja, doch. Hat besser geklappt, als ich erwartet hatte. Oh, perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Was steht da vorne? Webliger Sumpf? Was? Bitte sag mir, dass das nebliger Sumpf heißt und nicht webliger. Kurze Panik, aber dann die Gefahr abgewendet. Oh Gott, okay. Ja, die Frage ist halt, ob wir uns hier umsehen sollten. Nee, wir machen noch ein Level und in der nächsten Folge gucken wir uns dann hier ein bisschen um, würde ich sagen. So. In der nächsten Folge gucken wir uns dann hier um. Ja. So. Hier ist eh nichts versteckt. Man weiß ja nie. So, was steht hier jetzt? Nebliger Sumpf. Ja, dort gehen wir rein. Der Kreis wird echt immer größer. Naja, okay. Hier haben wir gleich mal ein Chicken. Komm her, Chicken. Du musst sterben. So. Oh mein Gott. Hätten wir den fangen sollen? Oder hätte der uns fangen sollen? Oder what's the plan? Okay. Ja gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Oh mein Gott. Okay. Ob wir da drüber gleiten müssen? Nee, das sieht mir zu unwahrscheinlich aus. So, was geht hier ab? Ja. Ich sehe noch keinen Nebel, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott, dammit. Okay, die Viecher sind mir ein bisschen zu gruselig. Wenn ich ehrlich bin, sind die ganz schön gruselig. Aber ja gut. So. Hier geht's wohl weiter. Hoffentlich. Ich habe das Gefühl, wir müssen immer alles dreimal abchecken. Wow. Um nicht irgendwas zu verpassen in diesem Spiel. Aber nee. Das Spiel verarscht uns nur. Aber ist auch okay. Ist auch okay. So. Wie kommen wir dorthin? Das würde ich aber zu gerne wissen. Was sind das denn für blaue Dinge? Ah, okay. Von dort kommen wir dorthin. So, hier sieht es schon sehr interessant aus. Oh Gott. Dann mal los. Das war's, glaube ich, mit den Cold Quappen. So. Dann sammeln wir mal weiter ein. Wir müssen natürlich 100% schaffen. So. Mittlerweile habe ich ja auch gecheckt, dass es solche... Oh Gott, ich habe vergessen, wie die heißen. Bonuspunkte, Levelpunkte, keine Ahnung. Extrapunkte. Nennen wir sie jetzt einfach mal Extrapunkte. Für jedes... Für boah, viele Sachen gibt. Okay. Ja, dass es Extrapunkte gibt und man die braucht, um 100, also mehr als 100% eben zu schaffen. Hallo? Boah, ist das gruselig, ey. Ja, ist das Gott. Warum ist das so gruselig? Und warum können die mich erwischen? Oh mein Gott. Okay. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. Und nicht unsere gesamten Level Leben verschwenden.
So, hier können wir erstmal speichern, das ist auch wichtig. Nimm dich vor Kampffröschen in Acht. Sie sind echt gemein gefährlich. Kampffrösche? Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Sind die Kampffrösche diese blauen? Ja, wahrscheinlich schon. So. What geht denn dort schon wieder ab? Ey, hier sehen wir überall die Krise am Rushen. Das ist der Wahnsinn. Oh nö. Warum? Okay, von hier können wir da drüber. Ist halt die Frage, ob wir jetzt dorthin gehen oder dort. Aber wir können von dort nach dort, also ist das wahrscheinlich die bessere Wahl. So. Noch einmal, noch einmal. So, jetzt gehen wir hier zurück. Oh Gott, kommen wir da hoch? Ganz schön knapp. Eine Runde speichern. Und dann fliegen wir dort hinüber. Ja. Oh Gott. So. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Hier alles einzusammeln. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Ach Gott, euer. Hier ist zumindest eine Fee. Warum, weiß ich noch nicht. Gehen wir mal zu der netten Fee. Hallo? Will ich dorthin? So. Nee, ich will dort eigentlich nicht hin. Wir haben hier noch genug zu tun. Wäre ja nicht so. Ich bin echt noch überfordert. Naja. Ich würde mal sagen, in die Richtung geht es wahrscheinlich nach Hause. Also gucken wir mal in die Richtung. Puh, ich weiß noch nicht, ob wir dort drüber kommen. Chicken! Okay. Ja. Gnorg Rule. Rule. Rules. So. Oh Gott. Kommen wir denn da drüber? Das sieht mir schon wieder ein bisschen zu weit aus. So. Puh. So. Hahaha. Okay. Die Kampffrösche warten schon auf uns. So. Ja. Das hat schon mal geklappt. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier warten ja auch schon ein paar Kampffrösche auf uns. Oh, den habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Okay. Okay, hier wartet einiges auf uns. Puh. So. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Könnten die nicht getriggert sein von mir und hierher kommen? So. Ich hätte gern den da drüben. So. Weiter geht's. Oh Gott. Oh, nein! Oh nee! Wann haben wir denn zuletzt gespeichert? Oh Gott.
Okay, wir sehen uns, sobald wir wieder dort sind. Oha. Okay. Ja, wir sind langsam wieder im Rennen. Nach ein paar Versuchen. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel, das ist der Wahnsinn. So, ob wir uns langsam an diesen Frosch heran. Hier ist ja noch ein Frosch. Den habe ich gar nicht gesehen. So. Oh Gott. Der Frosch wird uns treffen. Okay, last but not least. Puh, okay. So. Wir haben alle besiegt und können endlich speichern. Damon! Danke, dass du mich befreit hast. Ich glaube, ich sitze hier fest, seit ich in deinem Alter war. Oh nein. Ich weiß noch. Ich muss los. Oh Gott, was? Das wäre aber ganz schön schräg. Brauchen wir schon so lange dafür? So. Endlich eine Runde gespeichert. So. Und nun? Ich kann wahrscheinlich hier runterfallen, aber soll ich das denn? Soll ich hier runter? Ich weiß es noch. Nein! Ja, moin! Was soll denn das? So. Okay, wir müssen wohl einen Sprung wagen. Hätten wir ihn gleich gewagt, wäre es besser gewesen. Wir wagen ihn. So. Wo geht's lang? Hierüber müssen wir wahrscheinlich. Einfach ganz simpel. Ja gut. Ja. Läuft, haben wir geschafft. Die Frage ist nur, wir speichern hier drüben kurz. Perfekt. Wir müssen immer noch dort rein. Aber wenn wir da reingehen, dort drüben irgendwo rauskommen, ja, hoffentlich. Wahrscheinlich wird es so sein. Also, da müssen wir von hier springen. So. Die Schicken da drüben triggert mich und ich hätte es gerne, aber naja. Man kann nicht immer alles haben. So. Okay. Ich will hier nicht rein. Oh, meine Fresse. Hier geht ja schon wieder die Party ab. Goddammit, Alter, was ist mit diesen Viechern los? Sorry. Aber die machen mich leicht nervös. Die sind mir zu unkontrolliert. Wisst ihr, wir sind hier in Wasser gefallen und wir haben es überlebt. Ui. So ein bisschen Wasser hält der junge Drache also doch aus. So. Ich glaube, wir haben alles, soweit ich das erkennen kann. Sieht cool aus. Sieht ganz schön cool aus hier. Das sieht echt so aus wie eine Laterne. Also so ein Fenster und eine Laterne. Cutie. Ui, hier ist aber wieder schick. Schick, schick. Zecke, was geht ab? Der sieht ganz schön ungesund aus. Ja, gespeichert. So, wie geht's weiter? Hier in diesem sumpfigen Land. Gott. Was ist denn jetzt los? Alter Schwede. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Hat mich jetzt ein bisschen überfordert. Maßlos. Hallo? Ich mag so dunkle Ecken nicht. Ich verstehe mir den Sinn nicht. Aber okay.
Hui, das Wildschwein hat mich ganz schön erschreckt. Erschreckt? Ja. Ja, es geht hier so ab. Wir gucken uns um. So. Oh mein Gott, muss ich jetzt immer Angst haben, dass ein Wildschwein auf mich zugerast kommt? So. Den Typ haben wir auch. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um, natürlich. Wir wollen hier nichts übersehen. Ich will da drüben auch reingucken. Wen oder was haben wir getriggert? So. Das hier haben wir erledigt. Ja, komm her. So. Das Wildschwein ist auch geplättet. Dann hätte ich aber schon noch diese Kisten hier. Die hätte ich schon noch gerne. Was ist denn mit dem Wildschwein los? Warum respawnt es denn? Hallo? Respawnende Wildschweine, aha. Das ist aber was ganz was Seltenes. So. Ich hoffe, das kommt nicht gleich. So. Wir sind hier. Hier haben wir noch einen Drachen. Bubba. Ja, das würde ich jetzt auch mal bevorzugen. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Oh, aber anscheinend noch nicht alle Rupees. Achso, ja, uns fehlen ja noch einige. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? So. Ich bin leicht überfordert. Wir können mal gucken. Wahrscheinlich 500 nehme ich jetzt an. Ja, 500 Rupees. Ich würde gern irgendwie. Na, ich weiß ja noch nicht. Wie kommen wir dorthin? Ja, speichern wir ruhig mal eine kleine Runde. Das geht schon klar. Och nö. Warum kommen wir denn nicht zurück? Das finde ich immer ein bisschen unsympathisch. Hui. Spiel, was geht ab? So, kein Wildschwein mehr anscheinend. So. Hä, wie kommen wir denn jetzt wirklich zurück? Wie kommen wir vor allen Dingen dort hoch? Das stellt mich vor Fragen. Ich will gar nicht zurückgehen. Das wäre jetzt aber richtig blöd. Wenn wir zurückgehen müssten. Ach Mann, hier sind überall noch zu viele Edelsteine. Oh Gott. Können wir so weit springen oder brauchen wir dann lieber den Anlauf? Ah, oh Gott. Okay. Ja. Oh, nein. Oh Gott, okay. Noch ein Versuch, noch ein Versuch. So, hopp, 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 Spyro. Komm. Gott, okay. So, noch einmal. Und bitte das Ganze noch einmal. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ah, oh Gott, damit. So, endlich können wir hier oben ein bisschen looten. Oh, weiter wird gelootet. Loot, loot, loot. So. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir von hier? Oh Gott. Heieieiei.
Oh ja, hui. Das hat geklappt. Ah Gott. Das wird mir echt ganz anders. Ah. Leicht nervös. Nicht runterzufallen. Yay. So. Der letzte Ansturm. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh. Das war schlecht und wir versuchen es nochmal. Und sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder bei diesen bösen Viechern, also bei diesen Gnorks sind. Hui, okay. Wir sind wieder back. Bei den Gnorks. Oh mein Gott. Schon wieder das halbe Leben riskiert. Komm. Oh shit. Gott, irgendwie diese Gnorks machen mich schon ganz schön fertig. Puh. So. Kein perfekter Run, aber wir haben es geschafft und das ist wichtig. So. Hoffentlich war es das jetzt auch mit den Edelsteinen. Perfekt. Das ist der Anfang. Da wollen wir eigentlich ja nicht hin. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt schnell dort rüber. Ich weiß nicht, ob wir so weit fliegen können. Ich weiß auch nicht, ob ich es riskieren soll. Ja, komm, wir riskieren es. Wir haben ja die Leben. Ja. Das hat echt gut funktioniert. Und wir gucken ins Handbuch und sehen alles gesammelt. Also ab nach Hause. Yay! Oh! Was? Okay. Oh, das Wildschwein hat schon Bock auf uns. Aber ich glaube, in der nächsten Folge gucken wir uns generell in dem ganzen Areal mal ein bisschen um. Dort hinten ist ja schon der Ballonfahrer, also viel kann nicht mehr auf uns warten. Dann sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao!